mein Name ist Philipp Hünemeyer, tätig für unsere Koalas. In dem Fall haben wir jetzt hier unsere Mandy, die können wir auch mal noch vorstellen. Und ich mache das jetzt hier seit 2016, bin ich hier in dem Bereich, so lange wie es auch unser Koala-Haus gibt. Ja, das Besondere ist einmal das Tier an sich. Also die meisten Leute werden mir da vielleicht zustimmen, dass es halt besonders niedliche Tierchen sind. Und dann kommt halt dazu, dass ihre Lebensweise halt super spannend ist. Also Beuteltier ist schon mal was Besonderes und dann ihre ganze Ernährungsweise, also dass sie sich hauptsächlich oder eigentlich nur von Eukalyptus ernähren und das eigentlich auch als einziges Tier machen oder können. Das ist so das Spannende. Na, man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Also der Koala lässt sich schlecht trainieren oder auf Kommando irgendwo hinkommen. Das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied zu einem Affen meinetwegen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen als anderswo. Also der Koala hat selber eine sehr, sehr ruhige Lebensweise und schläft viel. Und da ist Hektik und Krach nicht so angebracht. Also bevor sozusagen die westliche Welt sich den australischen Kontinent erobert hat, hatten die Koalas eigentlich so gut wie keine Probleme. Also die haben eigentlich auch kaum natürliche Feinde. So ein erwachsener Koala kann sich auch recht gut wehren. Aber umso weiter die Zivilisation fortgeschritten ist, umso mehr Probleme haben sie bekommen. Anfangs wurden sie ganz stark bejagt wegen ihrem Fell. Ja, du darfst jetzt zurück. Also das Fell ist sehr, sehr weich. Das hat man dann aber in den 30er Jahren glücklicherweise verboten. Also die Jagd auf Koalas ist verboten schon seit längerem. Allerdings haben die Koalas mit ganz vielen anderen Sachen auch noch schwer zu kämpfen. Und das ist hauptsächlich der Lebensraum, der zerstört wird durch den Menschen. Also das sind einerseits Straßen, die gebaut werden durch die Gebiete der Koalas, die Siedlungen, die einfach immer weiter voranschreiten, oder die Rodung der Wälder für Ackerland oder die Waldbrände, die dann vermehrt ausgelöst werden, einfach durch menschliches Zutun. Und dann auch eingeschleppte Tierarten, also reicht schon ein verwilderter Hund, kann so ein Koala-Jungtier zumindest auch schon gefährlich werden oder Füchse oder ähnliches. Und in Australien ist es teilweise in Anführungsstrichen ein Problem, dass die Koalas jetzt immer mehr in die Vorgärten ausweichen, weil die Siedlungen einfach in diese Gebiete eingedrungen sind, wo die Koalas ursprünglich leben. Und einige sich auch einfach daran stören, dass da ein Koala im Vorgarten sitzt und dann den Eukalyptusbaum dort kahl frisst. Ja, also die Probleme gibt es halt auch. Und die Organisationen, die dort vor Ort tätig sind, die kümmern sich viel um solche Sachen, aber auch viel auf politischer Ebene, um einfach ja, Gesetze zu schaffen, die es halt bisher noch nicht gibt. Also die Jagd ist verboten und das war es aber auch schon. Wir im Speziellen informieren einfach über die Problematik. Also wir sehen die Tiere hier als Stellvertretertiere für ihre Artgenossen in Australien und versuchen einfach die Besucher auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Es ist ja nicht nur, dass der Koala mit Lebensraumzerstörung zu kämpfen hat, sondern viele, viele andere Tiere auch. Und das ist im Prinzip so unser Beitrag, den wir hauptsächlich leisten. Und ja, jeder kann im Prinzip auch was tun, wenn er das will. Ist jetzt natürlich für einen Europäer nicht so einfach, vor Ort irgendwie in Australien zu helfen oder was zu tun. Aber es gibt auch in Australien ganz, ganz viele Organisationen, die auch versuchen, auf politischer Ebene einfach Gesetze und Regelungen zu erschaffen, die einfach den Koala schützen. Oder es gibt viele Aufforstungsprogramme oder Schutzprojekte einfach, damit der Lebensraum erhalten wird und die Koalas überhaupt die Möglichkeit haben, noch einen Lebensraum vorzufinden.